Ja, moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen und damit zu meinem allerersten VR-Projekt auf meinem Kanal. Ja, ich hab's getan. Ich hab mir eine PSVR gekauft und damit auch eine Reihe von Spielen. Und ja, da habe ich mir gedacht, da möchte ich doch ein Let's Play-Projekt mal zumachen. Und ich habe mich für Transference entschieden. Ein Game von Spectavision. Das ist ein Entwicklerstudio, gegründet von Elijah Wood, unserem Frodo. Und ja, ich bin schon ganz gespannt. Ich habe natürlich hier schon mal ein paar Minuten reingespielt, um das Ganze mal anzutesten. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken, dass ich das hier alles mal so einigermaßen anständig positioniere auf meinem Schädel. Und ja, ja, jetzt werden hier auch in Zukunft VR-Projekte auf meinem Kanal laufen. Und ich schaue mich hier schon mal so ein bisschen um. Also, falls das jetzt hier mit meinem Ton, mit meiner Voice nicht hundertprozentig alles passen sollte, dann tut's mir leid. Aber das ist jetzt halt leider erstmal bei den ersten Projekt oder bei den ersten Projekten leider ein bisschen experimentieren, dass man hier den richtigen Pegel findet. Ich will hoffen, dass ich laut genug zu hören bin. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Ein neues Spiel. So, hier sind wir im Hauptmenü. Und irgendwie, ich finde das schon total cool. Dieses Neon-Look-Gedöns. Voll geil. Wir nehmen das Ganze hier an. Also ein neues Spiel. Jetzt müssen wir mal, das muss ich mir echt hinter die Ohren schreiben, dass hier das Layout natürlich ein anderes ist, weil das ist ein Game, das ist in Japan als Retail-Fassung rausgekommen, die ich auch habe, aber bei uns in Europa nicht. Gepublished wurde das von Ubisoft. Keine Ahnung, warum das hier nicht rausgekommen ist physisch. Man kann es hier runterladen, es ist komplett auf Deutsch. Heißt, deutsche Sprachausgabe und, ja, wenn man will, sogar deutsche Untertitel. Wie gesagt, keine Ahnung, warum das nicht hier bei uns als Retail-Fassung rausgekommen ist. Aber tut dem auch jetzt gerade nicht zur Sache, denn ich habe die Retail-Fassung hier. Aber wie gesagt, das Layout ist mit Kreis annehmen und X zurück. Das ist ja bei uns genau andersrum. Oder ich denke mal, das werden wir hinkriegen. Wir starten ein neues Spiel. Und ich wünsche euch viel Spaß mit Transference und meinem ersten VR-Projekt. Jetzt müssen wir ganz kurz die Helligkeit hier einstellen. Das ist mir jetzt hier zu hell. Deshalb lassen wir das so, wie es ist. Und ab dafür. Zunächst danke ich Ihnen für die unschätzbaren Erfahrungen, die wir bei unserer Zusammenarbeit machen konnten. Ich nahm unsere Forschung, die Forschung der Großen und der Antike, und ich fand den Schlüssel. Er war direkt vor uns die ganze Zeit. Es mangelte uns nur am Willen, ihn zu sehen und zu nutzen. Und jetzt habe ich die Tür geöffnet. Die Fähigkeit, ein komplettes kognitives System aus dieser Welt zu nehmen und zu übertragen. In einen perfekten virtuellen Raum. Wahre 1:1 Bewusstseinsreplikation. Vita Eterna. Meine Familie und ich werden bald umziehen, ja. Aber wir freuen uns schon, Sie wiederzusehen. Ich habe Ihnen so viel zu zeigen. Okay. Ja, da haben wir ja einiges vor. Und da baut sich die Grafik auf. Und hat irgendwie voll was von Matrix. Music is the key. Ich habe die Steuerung so eingestellt, dass ich mit dem rechten Analogstick, spiele das hier natürlich mit dem Controller, mit dem rechten Analogstick die Kamera frei drehen kann. Man hat ja diesen, ja, dass man diese Gradzahl die Kamera schwenken kann. Ich glaube, die beträgt hier, glaube ich, auch 30% oder nicht Prozent, sondern Grad und 15 Grad. Ich habe es so gemacht, dass ich die Kamera frei drehen kann. Da wird hier wahrscheinlich für mich hier voll die Kotzbude werden, weil da den meisten Leuten schlecht wird. Aber mir ist aufgefallen, ich habe mit Motion Sickness nicht so die großen Probleme. Deshalb wollte ich das mal ausprobieren. Was ich aber ein bisschen blöd finde, ist, dass die Kamera sehr sensibel ist. Ich gehe nochmal ganz kurz ins Menü. Einstellungen. Jetzt will ich mal kurz gucken, ob der die Einstellung, die ich vorhin gemacht habe, auch übernommen hat. So, VR-Einstellungen. Ja, genau. Freie Drehgeschwindigkeit ist ganz unten. Und trotzdem
Ist die Kamera sehr schnell, aber egal. Kriegen wir schon hin. Jetzt schauen wir uns hier mal so ein bisschen um. Music is the key. Und ich will hoffen, dass ich hier nicht irgendwo mit dem Kopf vor das Mikrofon rumse. Wie gesagt, das sehe ich ja jetzt alles nicht mehr. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das machen soll. Harmony, bla bla bla. Okay, das ist jetzt einfach nur ein Flyer. Den schmeißen wir wieder weg. Zack. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte jetzt irgendwas gerade gesagt haben. Ich lasse mich einfach zu sehr ablenken. Aber das ist aber auch echt total beeindruckend. Also ich kann nur jedem mal empfehlen, VR auszuprobieren. So, genau. Mit der L3-Taste oder mit der R3-Taste kann man sich hinhocken. Aber da ist keine Animation, weil auch da den Leuten meistens schlecht von wird. Aber das steckt hier alles natürlich irgendwo noch in den Kinderschuhen, die ganzen Spiele. Obwohl ich hier irgendwie finde, dass die Kamera... Ich sehe ja gar nichts. Aha. Dass das sehr, sehr nah ranzoomt. Ich versuche, die nochmal neu auszurichten, aber passiert nichts. Das ist eine Stadtkarte, denke ich mal. Wie kann ich mir... Genau. So, R3-Taste. Dann kann ich mir das angucken. Straßenkarte. Kann man sich die irgendwie... Kann man die öffnen? Nein, kann man nicht. Okay, dann schmeißen wir die weg. Was ich auch lustig finde, dass sie hier einfach so in der Luft stehen bleibt. Sache voll Matrix-mäßig. Aber das müsste für euch hier angenehmer sein, wenn ich die Kamera freidrehen kann. Wie gesagt, falls mir da irgendwann noch schlecht werden sollte, dann werde ich das sagen. Boston Daily, Seite aus der Boston Daily, bla bla bla. Aber ich hatte bis jetzt keine großen Probleme. Ach ja, stimmt ja, ich weiß, wo ich stehen geblieben bin mit der Aufteilung. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das aufteilen soll, das Video. Na, geh ran. So, Pizza Flyer. Weil ich ja jetzt überhaupt nicht sehen kann, wie lange ich gerade aufnehme. Ich sehe noch nicht mal, ob ich in die richtige Richtung quatsche. Deshalb, wenn ich ab und zu mal ins Mikrofon kommen sollte, an den Ständer, dann tut's mir leid, aber ich muss ab und zu mal wissen, wo, ob ich noch richtig sitze. Es ist aber auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ich kann das echt nur jedem mal empfehlen, der es mal ausprobieren will. Das mit dem ganzen VR mal auszuprobieren. Also hier ist ein Hauseingang, da wollen wir sehr wahrscheinlich rein. Data außen, Lobby-Schlüssel. Okay, das sieht aus wie so eine Dateiadresse. Das ist ja lustig. Gucken wir mal rein. Auch hier so ein bisschen Matrix-Effekt, ne? Also, so quasi, als wenn das ein Computerprogramm wäre. Was wir ja lustigerweise auch irgendwie sind. Auch hier die Motten, die um das Licht schwirren. Sehr schön. Können wir runterfallen? Ich würde es gar nicht ausprobieren. Okay. Ich würde es nicht ausprobieren, ob wir runterfallen können. Wir gehen mal hier links um die Ecke. Aber sieht alles schon total lustig aus. Also das war auf jeden Fall ein Spiel, was ich unbedingt haben musste. Das hatte ich mir auch schon gekauft, bevor die Brille überhaupt mein eigen war. Okay. Ah, das ist so ein bisschen Mystery-Horror-mäßig. Wo es genau hingeht, weiß ich gar nicht. Aber das, was ich gehört hatte, war so interessant. Und ihr wisst, ich bin ein Fan von Retail-Versionen. Als Sammler ist das halt so. Und ein Download kam mir da jetzt nicht wirklich in Frage. Deshalb musste ich das haben. Und ich hatte bei eBay, hatte ich eine Auktion gesehen aus Deutschland, wo einer das Spiel verkauft hat. Dann musste ich natürlich direkt zugreifen. So, jetzt ist die Okay, das war die Rückvorderseite. Weil jetzt sind wir wieder auf der Vorderseite. Und ich kann auch sagen, bis wohin ich schon vorgespielt habe. Das war ungefähr genau bis hierhin. So, hier ist nämlich ein Schlüssel auf der Tasche. Und da sind Flyer drin mit Lost Dog. Also sucht irgendwer seinen Hund. Okay, da ist eine Cola-Dose. Stimmt, die hatte ich auch noch beim letzten Mal gesehen. Also wenn man kniet, dann geht es hier total langsam voran. Auch da bleibt der Schlüssel in der Luft hängen. Finde ich cool. So. Jetzt können wir uns die Cola-Dose angucken. Das ist sehr lustig. Schön drehen.
Die ist auf jeden Fall noch verschlossen. Okay, da steht aber leere Sodadose. Okay. Kann man die schütteln? Kann man nicht. Zack. Wie eine Kakerlake. Also man geht recht langsam, aber dafür dreht sich die Kamera total schnell. Aber das ist halt bei den ersten Feuerspielen normal. Die müssen erst mit der Steuerung ja so ein Grundprofil eigentlich erstellen. Das war ja damals bei Tomb Raider auch so, wo das erste Mal das Spiel in die dritte Dimension ging auf der PlayStation 1. Da mussten sich auch erst Standards durchsetzen. So wie wir es heute kennen, hat sich natürlich alles durch Evolution in den letzten Jahren entwickelt. Aber ich quatsche zu viel, wir gehen mal hier voran. Hier ist nämlich ein Flyer mit dem Hund. Also der Hund ist verloren, gegangen, weg und dahinter ist ein Auto. Das ist ja lustig. Im Sonnenschirm, das ist ja geil. Weil man da auch richtig schön durchgucken kann. Super lustig. Schlüssel haben wir noch. Das Geräusche macht, wenn man den dreht. Sehr lustig. So, wir gehen mal zur Tür, denn wir wollen rein. Aber gefällt mir schon sehr gut. So ein bisschen 80s. Aber das hat man ja schon im Vorspann gesehen. So, wir wollen mal rein. Hier draußen ist kalt. Denke ich mal. Und auf die Tür. Oh, das ist ja so cool. Das ist echt so cool. Okay, das sind Postfächer. Okay. Okay. Fällt aber nichts raus. Schade. Aber ich finde das immer lustig, dass das hier mitten in der Luft hängen bleibt. Auch da wieder ein Flyer. Muscheln. Oh. Okay. Was haben wir da? Ist da eine Zeitung? Die können wir uns aber... Können wir uns die nicht nehmen. Mal hier ein paar Fliegen kaputt klatschen können. Oder Motten von draußen vielmehr. Aber auch hier diese Schmutzpartikel, diese Staubpartikel in der Luft. Sehr cool. Da fehlt irgendwie fehlende Datei. Okay, wir gucken mal hier in den Fächern nach. Also da blinkt es schon. Nein, das wollte ich jetzt nicht einschalten. Moment, so, wieder zu. Wieso bist du jetzt angegangen? Egal. So, zack. So, jetzt haben wir hier ein Notenblatt. C, D, E, F, G, A, B, C. Auf der Rückseite steht nichts. Okay. A, B, C ist offen. Machen wir mal wieder zu. C, D, E. Okay, dann werden wir es wahrscheinlich drücken müssen. C, D, E, F, G. Okay, G haben wir jetzt nicht, aber C, D, E, F können wir machen. C ist ja schon an. D, E. Okay. Okay. Das ist ja geil. Oh, ich fühle mich wie in der Matrix. Okay, vielleicht nicht ganz so... nicht ganz so agil wie der Neo. Aber schon geil. So, wir machen das wieder auf und wir stellen das wieder zurück. Ah, nee, auf. Und stellen das wieder zurück. Okay, und machen wieder zu. Ich bin ein Mann der Ordnung. Und irgendwie hört sich das hier alles total komisch an. Okay, wir gehen mal durch die Tür. What's up? Ja, lügisch. Oh. 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 Alter. Alter, wollte er mich verarschen. Boah, ich habe gerade so eine Gänsehaut. Schüsch. Eieieiei. So. Mikrofon ist noch vor mir. Alles klar. Okay, wir können. Können wir hier wieder raus?
Okay, wir können hier nicht mehr raus. Auch die Soundkulisse. Sehr bedrohend. Oder bedrohlich. Boah. Okay. Adrenalin geht langsam wieder aus dem Körper. Auch dass das hier die ganze Zeit so rumschwurbelt. Okay, das war eine doofe Idee. Okay. Das war keine doofe Idee. Okay, wir sind wieder. Das soll das jetzt... Okay, die Tür ist trotzdem zu. Aber das soll das jetzt die wirkliche Welt sein? Also hier haben wir ja auf jeden Fall auch Grafikfehler quasi drin. Aber die sind ja gewollt. Das sind jetzt keine Grafikfehler, die das Spiel nicht will. Okay, das scheint hier so ein bisschen Silent Hill-mäßig zu sein, mit so zwei Ebenen. Feueralarm können wir nicht auslösen. Da ist aber kein Lichtschalter, komischerweise. Okay, das Treppenhaus. Können wir hier die Tür aufmachen? Für Apartment B. Okay. Jemand muss uns retten. Okay. Jemand muss euch retten. So, beide Türen sind zu. Und das werde ich wahrscheinlich machen müssen. Oder wir, vielmehr. Okay, da sind auch wieder Zettel. Gucken wir uns gleich an. Wir gucken uns jetzt hier erstmal im Treppenhaus um. Und hier laufen Kabel hoch. Aber ich merke immer noch, wenn ich hochgucken will, versuche ich das mit dem Controller zu machen. Mit dem Licht stimmt etwas nicht. Okay. Warum? Wenn ich den Schalter ein- und ausschalte, dann dotzt es hier in den Ebenen herum. Oder wie, oder was? Wieso stimmt hier was mit dem Licht nicht? Kommen wir hier runter? Aber ich sehe da nichts. Ah, will ich ins Dunkle oder will ich ins Helle? Mit dem Licht stimmt was nicht. Also... ist Licht hier nicht unbedingt ein Garant für Frohsinn? Weil sonst ist ja eigentlich immer Licht als Sicherheit, Rettung, okay. Okay. Ich höre hier irgendwas rumröcheln. Wir gehen nochmal hoch. Okay, ich versuch's jetzt mal mit dem Licht. Mit dem Licht stimmt was nicht. Wir gehen aber erstmal nach oben. Ich weiß, ich bin eine Pussy. Ist mir egal. Okay, ein Bild vom Treppenhaus im Treppenhaus. Okay. Okay, da ist ein Lichtschalter wieder. Oh, den will ich gar nicht drücken. Ich bin ganz ehrlich. Aber mit dem Licht stimmt was nicht. Wir drücken den auch noch nicht. Okay. Hier laufen auf jeden Fall die ganzen Kabel rein. Können wir die Tür aufmachen? Nee, die ist verschlossen. Okay. Das ist Apartment C. Vielleicht ist der sauer, weil wir geklingelt haben. Wir gehen weiter hoch. Okay, die Tür... das ist ja irgendwie so ein bisschen Schwarzlicht, Neon, oder? Ah, brummst direkt die Marmorstufe vor der Schnüss. So, ich wollte mir jetzt eigentlich den Zettel da angucken. Offizielles Kündigungsschreiben, okay. Mr. Weller oder Weiler? Das kann ich jetzt nicht richtig lesen. Aber muss sagen... die Auflösung hier in dem Spiel ist eigentlich recht gut. Ich spiele das hier auf der Standard PS4. Im Moment ist es so. Und ich... wir können hier irgendwie nicht weiter. Okay, alles klar. Und ich habe jetzt auch extra noch keine Facecam. Ich weiß auch nicht, ob ich das machen werde, weil ich denke mal, ihr wisst, wie jemand mit einer VR-Brille aussieht. Weil so viel mehr seht ihr dadurch ja auch jetzt nicht.
Aber für später überlege ich mir das. Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Was ihr besser findet, ohne oder mit Facecam. So, gucken wir uns den Flyer mal an. Okay, hier sind ziemlich viele Flyer von irgendwelchen Fressbuden. So, Tür. Können wir die aufmachen? Können wir auch nicht aufmachen. Also, ich glaube, das Spiel möchte, dass wir entweder in den Keller gehen oder das Licht anmachen oder aus. Vielmehr. Okay, die Tür ist auch zu. Jetzt ist die Frage, wo wartet weniger Unheil? Machen wir mit dem Licht stimmt was nicht. Also, das ist ja so ein Hinweis. Dass wir entweder das Licht ausmachen sollen oder die Finger davon lassen sollten. Ich überlege jetzt gerade aber trotzdem nochmal erstmal, wie gehen wir in den Keller? Wir lassen das erst mit dem Licht. Wenn das Spiel möchte, dass wir irgendwas mit dem Licht machen, dann mache ich immer erst das andere. Das mache ich auch bei Rollenspielen immer so. Ich gehe immer erst in die andere Richtung. Auch wenn es da unten rumröschelt, rumknottert. Ich hoffe, dass kein Hund ist oder so. Bist du ein Traum? What? Okay, wir sind wieder in die Maschine. Wir sind wieder hier. Okay, das ist immer, wenn dieses Vieh kommt, sind wir in einer anderen Dimension. Die Tür ist immer noch zu. Okay, ist zu, ist zu. Und hier wahrscheinlich auch, okay. Das ist F. A, okay.